Hallo, hier bin ich mal wieder und zwar mit dem nächsten Video aus Groß Jena, meine A-Spring. Ich bin mit Poldi und mit Gangster ein A, ein Sternespring gegangen und dann mit Poldi unser zweites A, zwei Sternespringen. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den A, ein Sternespringen. Der Parcours war vollkommen in Ordnung, also beim Ablaufen habe ich mich auch komplett wohl gefühlt. Genau, es ging hier los über so einen lilanen, also ihr seht jetzt hier zuerst Poldi, ich kam super gut flüssig ran, das hat mir sehr schön gefallen. Weiter ging es zu dem roten und dann habe ich schon abgesagt beim Abgehen, bei dem Dreier muss ich aufpassen, der kommt aus einer engen Kurve raus und wenn ich mit dem inneren Schenkel nicht ran bin, kommen wir nicht gerade hin und genau, das war der Fall. Und ich dachte mir so, oh, Susanna, wo war dein innerer Schenkel? Wir kamen halt schräg hin und es gibt eine Sache, die Poldi absolut nicht ausstehen kann und das ist schräg, einen Sprung zu gehen. Allerdings beim zweiten Anreiten habe ich mich konzentriert. Wir kamen gerade hin und es war überhaupt kein Problem. Wir kamen dann auch schön flüssig drüber. Ich habe aber mich sofort wieder konzentriert, bin weitergeritten. Und dann kam es zu vier und dann sozusagen auf gebogener Linie zu einer Distanz zu fünf. Das hat auch alles super gut geklappt. Insgesamt hat er sich super reiten lassen an dem Tag. Ich hatte ihn gut an den Hilfen. Ich konnte ihn perfekt daran reiten, wie ich mir das vorgestellt habe. Den roten fand er ein bisschen gruselig. Da musste ich ein bisschen energischer voranreiten, aber hat er gut gemacht. Dann den grünen, den seht ihr hier gerade nicht. Der war auch super. Und dann kam die Kombination. Er war mir jetzt hier im Kreuzgalopp, also habe ich ihn kurz rausgenommen, wieder angaloppieren lassen. Und dann habe ich einfach zu sehr gewartet. Mein Grundfehler, zu sehr gewartet und gewartet. Und ach, dann wird es dicht. Und das ist die zweite Sache, die Polly nicht gut abdecken kann, nämlich dicht über Sprünge zu gehen. Deswegen hat er mir leider da die obere Stange runtergehauen, aber gar nicht schlimm. Ich war super zufrieden, denn wir sind mit 9 Fehlerpunkten da rausgegangen. Super happy. Alles gut. So, dann ging es weiter mit Gangster. Bei Gangster ist es ja immer so eine Wundertüte, da weiß man irgendwie nie so wirklich, was einen erwartet. Der war aber top drauf auf dem Warmeidelplatz. Er ist vorher mit Mella schon das E-Springen gegangen und mit mir die E-Dressur und der war wirklich super. Der erste kam gleich richtig gut, der zweite kam auch gut aus dem Fluss. Ja, hier habe ich jetzt ein bisschen viel gewollt, bisschen eng rum, bisschen zu sehr auf Mut geritten und der hat das natürlich prompt quittiert mit einem nee, aber gar nicht schlimm, wieder hingesetzt, konzentriert, nicht zu offen geworden vorm Sprung. Also dann habe ich das gleich korrigiert. Ihr seht jetzt hier, dass ich auch, ihm auch einen kleinen Klaps auf die Schulter gebe, dass er wirklich abspringt. Das hat er dann auch super brav gemacht. Und von da an war ich wirklich super happy. Also er hat sich so gut reiten lassen an dem Tag. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich war richtig, richtig happy mit ihm. Und richtig glücklich, dass wir langsam da auch zu unserer alten Form wieder zurückkommen. Langsam kriege ich halt auch mehr Routine in der Höhe, lasse mich nicht so schnell verunsichern. Dadurch kann ich ihm mehr Sicherheit geben, was echt, echt gut ist. Hier beim Roten wusste ich schon, da hat er bei Mella am E-Springen schon mächtig geglotzt. War ich dran. Dann bin ich vom Grün wieder ein bisschen offen geworden, weshalb er hier gleich geglotzt hat. Das zählt aber nicht als Verweigerung, weil ich noch weit genug weg war. Da ist er mir kurz rückwärts gegangen, aber dann gab es einen Klaps auf den Popo, dann ging es los. Die Kombination kam richtig gut, da hat er richtig schön Bock gehabt, hat richtig schön losgezogen. Und auch der letzte Sprung war richtig super, sodass wir mit 6 Fehlerpunkten rausgehen konnten, womit ich absolut mega zufrieden war und super happy war. So, und dann kommen wir zu dem neuen 2-Sterne-Springen. Wer uns jetzt schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, dass ich in Seben das erste A2-Sterne-Springen mit Poldi geritten bin und dass ich noch sehr verunsichert war von der Höhe, dass ich viel Respekt hatte und es dadurch relativ chaotisch wurde, ich das Pferd oft alleine gelassen habe in den Distanzen, weshalb ich mir in dem Punkt wirklich gedacht habe, Susanna, wenn du nochmal ein A2-Sterne-Springen nennst und wenn du da in diese Klasse ja auch mal irgendwann erfolgreich sein willst, dann musst du an deinem Gefühl und an deinem Selbstbewusstsein arbeiten. Du kannst nicht da reinreiten und denken, ich kann das sowieso nicht und das ist alles so hoch und so gruselig, wir schaffen es nicht, sonst wird das einfach nichts. Ich springe diese Höhe im Training ohne Probleme und wenn ich mich dafür entscheide, dass ich sie auf Turnier auch nenne und auch reiten möchte, dann muss dieses Selbstbewusstsein da sein. Beim Abgehen habe ich mich natürlich erstmal wieder verunsichern lassen, die Sprünge sahen plötzlich sehr hoch aus, sehr weit aus, aber ich habe mir gedacht, dieses Mal möchte ich es besser machen. Ich möchte da reinreiten und ich möchte dem Ganzen eine Chance geben und ich möchte reinreiten mit dem Gefühl, wir können das. Wir können das und wir werden das jetzt zeigen. Und ich weiß nicht, was es ausgelöst hat, aber es hat einfach wirklich funktioniert. Also ich habe einfach versucht, das komplett auszublenden und gar nicht darüber nachzudenken, ob der Sprung jetzt hoch ist oder nicht, weil im Endeffekt, Leute, sind das 10 bis 15 Zentimeter, was die Sprünge höher sind als im A ein Sterne, wo wir überhaupt keine Probleme haben, wo ich mich super wohlfühle. Und im Endeffekt sind wir auch diese Höhe im Training schon so oft gesprungen, dass es eigentlich kein Grund für meine Unsicherheit da gibt. Weshalb ich versucht habe, mich gar nicht so verrückt zu machen, weil es vielleicht hoch oder irgendwas ist, sondern mich darauf zu konzentrieren, meine Distanzen zu sehen, mein Pferd in Gang zu halten, flüssig und passend an die Sprünge ranzukommen. Und jetzt zeige ich euch, wie das geklappt hat.
So, es ging gleich gut los mit diesem sandfarbenen Oxer, den wir vorher auch schon hatten. Ich bin ihn auch von der linken Hand aus angeritten, manche sind ihn auch von der rechten angeritten, aber ich fand die Kurve einfach besser so. Hab geschaut, dass ich gleich gut flüssig hinkomme, dass ich mittig hinkomme. Polly hat es belohnt mit einem sauren Sprung. Er ist ein bisschen nach außen gesprungen, aber nicht schlimm. Dann habe ich leider gleich zu zwei wieder alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, weil ich komplett schräg an den Sprung rangeritten bin. Polly hat sich natürlich wieder damit quittiert. Ich meine, ich kenne meinen Pony ja mittlerweile. Daraufhin habe ich mich dann aber hingesetzt und habe in die Kurve dann ein bisschen größer geritten. Ich hätte auch einfach gleich außen am Sprung lang reiten können, aber nein, 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 wir müssen ja unbedingt schnippeln. Dann hat es leider nicht gepasst, weshalb er die obere Stange weggeschmissen hat, was so meine Horrorvorstellung ist, aber alles gut, alles super. Ich habe es aber sofort wieder ausblenden können, sofort wieder gut Fluss ranbekommen, sodass der nächste super lief. Leider Gottes habe ich mich dann verritten, weil der Parcours vorher da lang ging, war ein Stern. Dann ist mir klar geworden, dass ich mich verritten habe. Ich habe mich da wieder erinnert, wo es lang geht. So typisch. Ist mir noch vorher noch nie passiert. Aber war lauter huiuiui. Aber wir haben super gut in unseren Fluss wieder reingefunden. Der Blaue kam gut, der Ochs da hinten kam auch super. Insgesamt hat er sich super, super, super reiten lassen. Jetzt kommt die Kombination. Ich habe nicht groß nachgedacht, einfach den ersten angeschaut. Wir kamen gut rein, zwei Galoppsprünge hinten wieder raus. Es war einfach mega. Es hat einfach alles gepasst. Er lief einfach super im Fluss. Jetzt kam der Rote. Da haben wir wieder leider nicht so passend ran. Er hat das aber gut ausgeglichen, wir kamen dicht, er hat sich ein bisschen gehebelt, alles nicht so schlimm. Ich bin aber sofort wieder losgeritten, habe dann mich nicht verwirren lassen, sondern sofort wieder zugeritten. Jetzt kam der höchste Sprung des Parcours, das war der Lina, ne? Ich hatte echt ein bisschen Respekt, ich habe ihm ein bisschen mit der Gerte nachgeholfen und oh mein Gott, dieses Pony ist so unfassbar hochgeflogen, das war echt krass. Und der letzte Sprung des Parcours. Ich war so froh, dass wir es durchgeschafft haben. Es hat sich so mega angefühlt, ich hatte so viel Spaß dabei. Dieses Pony ist einfach der mega, mega, mega Hammer. Es hat einfach richtig Spaß gemacht und ich war so froh einfach, dass es mir Spaß gemacht hat, weil ich echt ein bisschen Angst hatte, dass es vielleicht einfach nicht meine Klasse ist, dass ich vielleicht einfach bei A1 Stellen bleiben soll und dass ich vielleicht nicht die Nerven dazu habe, hohe Prüfungen zu reiten. Und das hat mir einfach bewiesen, dass ich die Nerven habe. Klar war es nicht perfekt. Es sind ein paar Stangen gefallen. Ein paar Sprünge kamen wir immer noch zu dicht. Aber es war tausendmal besser als in Seben. Da war ein Fluss. Ich bin aktiv geritten. Ich habe mich nicht verunsichern lassen von der Höhe, von dem Pferd, von dem Boden, von dem Regen, von was weiß ich was. Ach, es war einfach cool. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie das bei euch ist, als ihr in die Klasse aufgestiegen seid oder insgesamt eine höhere Klasse aufgestiegen seid, wie ihr das gemacht habt. Und schreibt mir auf jeden Fall auch, ob ihr die Verbesserung seht und ob ihr vielleicht sogar noch Tipps für mich habt, was ich vielleicht noch ein bisschen besser machen kann. Ich war einfach nur super happy mit diesen drei Rippen an dem Tag. Ich hoffe, euch hat das Video auch so gut gefallen wie mir. Dann gebt dem Video auf jeden Fall einen dicken Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, seht ihr mich gleich morgen früh wieder. Morgen früh vor allem. Morgen Mittag um 13 Uhr. Tschüss!